Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele als Überlebender. Ja, und ich spiele mit den Perks mit Mac. Frechheit. Ich spiele mit den Perks mit allen Mitteln. Verwandt, wildes Herauswinden und Entscheidungsschlag. Ja, mal sehen, wie ich mich damit schlagen werde. Kein Erschöpfungsperk. Macht das Ganze vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber hey, wir versuchen es, ne? Killer spielt mit, wie heißt's, erlöschendes Licht. Ne, daher das kleine Icon unten rechts. Heißt im Grunde, ich habe ein fünftes Perk mit dabei, nämlich botanisches Wissen. Ne? Ich repariere nicht langsamer, nur mein Team, wenn jemand aufgehangen wird. Ne? Wenn ich aufgehangen werde, ist es egal. Ich weiß nicht. Ihr merkt vielleicht, ich mag erlöschendes Licht nicht so sehr. Also beziehungsweise, was heißt, ich mag es nicht. Ne? Ich finde es irgendwie ein, ja, das ist kein Gejammer für Killer vielleicht. Wobei auch nicht wirklich, weil es hat schon irgendwo einen Nutzen. Ich weiß, man kann das gut mit anderen, mit irgendwie Perk-Builds, vielleicht für Legion oder für solche ganz, vielleicht ganz interessant kombinieren, ne? Zusammen mit Thanatophobie, aber an sich, ne? Warum muss die Besessenheit schneller heilen? Warum bekommt man keine Zeichen, wenn man die Besessenheit aufhängt, ne? Sind halt alles so Fragen, Fragen über Fragen, ne? Aber gut, ich will gar nicht jammern. Es ist immer noch 100-mal besser als das erlöschende Licht, wie es früher war, wo man die Besessenheit tottunneln musste. Du hast nichts gesehen. Und auch nichts gehört. Okay, ich dachte, er kommt jetzt von dort oben runter. Ich weiß nicht, spielt er mit Ruin? Nee, ansonsten würde der Generator zurückgehen. Na, ich gucke lieber nochmal, vielleicht übersehe ich einen Überlebenden, der hier sitzt. Okay, dann vielleicht mit Pop. Ich weiß nicht, wie er dann die Generatoren aufhalten will. Aber gut, ne? Wir nehmen sie einfach mal mit, ne? So, Fäule ist wieder im Haus. Oh, da hat schon wieder jemand geschnappt. Aber hey, wir haben einen Generator geschafft und das ist, glaube ich, auch erst der zweite Haken in der Fäule. Und wenn wir gut sind, schaffen wir den Gen auch noch. Dann sind es zwei Haken, zwei Gens fertig. Und die Person hing noch nicht. Und dank, haha, Verwandt weiß ich jetzt Bescheid. Boah, seht ihr das unten rechts, ne? Ich habe da schon wieder drei kleine weitere Perk-Icons, ne? Schon fast spiele ich hier mit acht Perks, ne? So, zack. Durch Nachtwache der Mac, ne? So, die Mac traut sich nicht so richtig. Okay, jetzt geht sie retten. Foil ist wahrscheinlich oben, ja. Und kommt jetzt runter. Und pirscht davon. So, wir machen einfach weiter Gens, ne? Das ist unsere beste Chance. Einfach die Gens weitermachen, ne? Das Team wird pro aufgehangenen Überlebenden immer langsamer. Jetzt sind es, glaube ich, schon 6%, ne? Erlöschendes Licht mit zwei Haken. Sind, glaube ich, 6% sind die anderen jetzt langsamer beim Reparieren. Ich zum Glück nicht. Ich mache einfach weiter. Aber das Team. Und ich meine, wenn halt dann irgendwann, keine Ahnung, nicht nur zweimal Leute hingen, sondern, keine Ahnung, vielleicht fünfmal oder so, dann sind die anderen schon 15% langsamer, ne? Daher, ja, ich bin auch ein Troll, ne? Gerade eben sage ich noch, wie blöd erlöschendes Licht ist. Und jetzt sage ich schon, wir müssen aufpassen, dass erlöschendes Licht nicht so stark wird. Eigentlich Quatsch, ne? Aber, naja. Ich verstehe trotzdem nicht, warum die Besessenheit schneller heilen muss. Dass man keine Zeichen fürs Aufhängen der Besessenheit bekommt, okay. Aber warum muss die Besessenheit schneller heilen? Verstehe ich nicht. So, okay, die Fäule schaut sich da nochmal um. Aber solange die Fäule sich da umschaut, mache ich den Gen weiter. So, mein Team setzt sich langsam in Bewegung. Ich denke, die Fäule hat die Mac aufgespürt. Die Verletzte geht retten. Ja, okay. Das ist halt cool bei Verwandt, ne? So weiß man direkt, was das Team macht. Ich weiß nicht, Verwandt ist eigentlich so das Solo-Survivor-Perk schlechthin, ne? So, Mac. Aber wenn die jetzt nicht rettet, ja, die rettet nicht, dann wird die Mac dort sterben. So, die Fäule, okay, die nimmt mit. Super, super. Hau ab, Fäule. Ich rette in letzter Sekunde. Und runter da und hau ab, Mac. Hau einfach ab. Lauf und freu dich deines Lebens. So, wohnen halt die Fäule der Mac nach, weil sie halt nur die Rennspuren der Mac sieht.
Ich hätte mich vielleicht zeigen sollen, dann wäre die Fäule auf mich gegangen. Komm, Mac, ich heil dich schneller, ne? Allerdings würde ich halt auch noch diese Mac hier retten, darum habe ich mich da eher versucht zu verstecken, ne? So, da ist vielleicht die andere Mac da jetzt nicht so unbedingt sehr dankbar für, aber andererseits ist die jetzt vom Haken. Und ihr seht es oben links vielleicht immer mal, ich glaube, der Ping hier in der Runde ist nicht der beste. Mal sehen, durch wie viele Paletten ich geschlagen werde, aber zum Glück wurde ich ja noch nicht gejagt. Oh, hallo Mac, komm, ich heile dich auch nochmal richtig schnell. Dank erlöschendem Licht, ne? Wenn der Killer mich schon bufft, dann nehme ich das mit, ne? Zwei schnelle Heilungen. Rackzack her. Ruckzuck. So, zack. Und Verwandt hilft mir halt wieder, ne? Es ist so toll. Ich glaube, man unterschätzt Verwandt echt, ne? Aber dadurch, dass es auch wirkt, wenn andere Leute hängen. Einfach ein tolles Perk, ne? Und ich rette sie jetzt auch schnell. So, Mac, und ich kann dich auch schnell wieder heilen, ne? Erlöschendes Licht macht's möglich. Okay, da kommt die Fäule. Zack, daneben. Zum Glück hat sie nicht damit gerechnet. Das Ding ist, die Fäule denkt sie jetzt, ah, jetzt jage ich hier die Elodie. Allerdings, ne, gute Fäule, du bekommst dann kein Zeichen für dein erlöschendes Licht. Das war schlecht. Ich hätte viel besser den Bogen nehmen müssen. Aber naja. Oh, ich dachte, ich komme rechtzeitig zum Baum. Was machst du, Fäule? Okay, ja, gut. Na, vielleicht, wer weiß. Vielleicht hat gerade jemand an die Tür geklopft. Oder jemand hat angerufen, keine Ahnung. Fäule hat erstmal kurz Zeit für sich gebraucht. So, und wenn ich jetzt hänge, zieht sich mein Team, ne? Und es ist auch ziemlich gut, dass ich jetzt gerade hänge und keine der Max, weil die sind, glaube ich, tot, wenn sie hängen. Darum, ja. Die Max dürfen nur nicht wieder geschnappt werden, ne? Dankeschön. Ich gehe direkt ins Haus und heile mich, denke ich mal, selber. Warte mal, ist hier oben nicht auch noch ein Generator gewesen? Der ist auch schon an, okay. Na gut, heile ich mich mal schnell selber mit, ne? Wie gesagt, ich spiele halt häufig jetzt mit braunem Medikit. Autsch. Ich weiß nicht, ne? Medikit, ne? Man heilt sich schon mit Medikit, aber dann doch mit Nadel und Faden. Au, Mac. Gleich ist der Finger ab, ne? Oh, da ist schon die erste tot. Das meine ich, ne? Irgendwie hat es die ganze Zeit so gewirkt, wir machen schnell Gens, alles ist gut. Und dann fängt die Fäule plötzlich an, die Leute zu töten, ne? Das rennt nach dort hinten, denke ich, zu der. Ja, die hat sie verletzt. Der Gen muss recht weit gewesen sein. Sonst hätte sie sich da wahrscheinlich nicht einfach so schlagen lassen. Hier voll, guck mal, ich. Jag mich doch. Willst du nicht lieber mich jagen? Ja, perfekt, Fäule. Guter Schlag. Ah, Leute, nur ich wollte geschlagen werden, ne? Um die Fäule so ein bisschen von der anderen MacDot wegzulocken. Dass sie den Gendot schafft. Aber irgendwie, ich weiß nicht, so ganz ist das auch nicht aufgegangen, oder? Also, der Gen ist zumindest noch nicht an, ne? So, wie mache ich das am besten? Dort ist die Mac, dort ist die Fäule. Sie hat, denke ich, meine Rennspuren gesehen. Nee, sie hat Mac gefunden. Mac spielt anscheinend mit Seelenruhe. Weil sie nicht schreit, wenn sie geschlagen wird. Ah, okay, das ist also der Antigenerator. Oh nein. Mann, Mac, wieso musst du dich sterben lassen? Aber gut, wir hätten es halt nicht geschafft, aber dann hätte ich jetzt nicht den Gen hier eingetippt, ne? Jetzt weiß die Fäule natürlich, dass ich hier irgendwo bin. Weil der Gen nicht mehr zurückgeht, ne? Okay, wir sind jetzt einfach im Schrank. Und hoffen, dass wir die Falltür finden. So. Kopfhörer ein bisschen lauter drehen. Und Falltür finden. Oh ja. Tja. Das war gut, ne? Einfach mal Glück haben. Schöne Sache. Okay. Naja. Dann bin ich froh, dass die Max sich am Haken hat sterben lassen, ne? Wir wurden nicht so viel gejagt. Dafür haben wir gut Generatoren gemacht. Ja. Wurden zwar niedergemacht und... Wir waren aber super hilfsbereit, die Runde, ne? Aber wir haben halt hier erlöschendes Licht. So gut es ging, upsi, für uns eingesetzt. So, Pop. Blutgunst, okay.
Korrupte Intervention und erlöschendes Licht. Der hat, die Fäule hat wahrscheinlich alles mitgenommen, was so ein bisschen Generatoren aufhält. Plus Blutgunst, ne? Zu mehr Wenderate und erhöhte Dauer der Rammer. Okay. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!